Heute ist Gründonnerstag. Und am Gründonnerstag feiern wir hier in Laudenbach immer das Abendmahl zusammen. Heute dürfen wir das nicht, weil wir ja Kontaktbeschränkungen haben. Und so sind wir zwar räumlich getrennt, aber im Heiligen Geist doch vereint. Um das nun ganz praktisch machen zu können, sollten Sie jetzt ein Trinkgefäß holen, vielleicht Wein oder Traubensaft hineinfüllen. In Corona-Zeiten geht sicherlich auch Wasser. Und sich ein Stück Brot holen, eine Kerze hinstellen, diese anzünden. Und um das alles machen zu können, drücken Sie jetzt bitte auf Pause. So, Sie haben anscheinend den Play-Knopf gefunden und sich alles bereitgestellt. Ein Trinkgefäß, Brot und eine brennende Kerze. Dann kann es ja losgehen. Dann gehen wir mal rein. Zum Gottesdienst mit Abendmahl am grünen Donnerstag. Jesus Christus hat uns etwas gegeben, indem er etwas genommen hat. Jesus Christus hat die Passa-Liturgie genommen und hat das Abendmahl eingesetzt am grünen Donnerstag. Er feiert mit seinen Jüngerinnen und Jüngern das erste Abendmahl, was zugleich auch sein letztes ist. Wir sollen es feiern zu seinem Gedächtnis und zur Vergebung der Sünden. Und so feiern wir diesen Gottesdienst heute im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn das Brot, das wir teilen, als Buße blüht,
Lasst uns beten. Guter Gott, heute am grünen Donnerstag rufst du uns an deinen Tisch. Du gibst uns Brot und die Frucht des Weinstocks. Und wir dürfen sie nehmen, sowohl das Brot als auch Wein oder Traubensaft. In Gedanken daran, dass du dich selbst für uns dahingegeben hast, in Brot und Wein. So erfüll du uns mit deinen Gaben. Amen. Ich lese uns die Schriftlesung aus dem zweiten Buch Mose, dem 12. Kapitel, die Einsetzung des Passafestes. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr begürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Heute am Gründonnerstag denken wir daran, dass Jesus Christus das Abendmahl eingesetzt hat. Er hat die alte Tradition des Passamahles genommen und hat daraus das Abendmahl neu geschaffen. Im Abendmahl gibt Jesus sich selbst in Brot und Wein und wir dürfen ihn aufnehmen in uns. Er stiftet Gemeinschaft, die wir auch heute haben. Zwar nicht körperlich, weil ja die Corona-Pandemie immer noch tobt, aber im Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist sind wir verbunden. Wir denken aneinander und wir denken an Jesus Christus, weil er gesagt hat, solches tut, so oft ihr es trinket und so oft ihr es esset, zu meinem Gedächtnis. Und wir denken daran, dass Jesus Christus das Leben genommen wurde, damit er uns das ewige Leben schenken kann. Und so hängen Gründonnerstag, Karfreitag und der Ostermorgen ganz eng zusammen. Die Menschen nehmen Jesus das Leben und er schenkt uns in der Auferstehung die Perspektive des ewigen Lebens. Geben und nehmen. Auch das ist in diesen Tagen ein deutliches Thema. Viele Menschen geben sich für andere Menschen her, gehen einkaufen, pflegen Angehörige, tun so viele gute, karitative Dinge, spenden Geld für diejenigen, die nichts haben, unterstützen Restaurants, indem sie auf Lieferservice zurückgreifen. Geben ist eins der Mottos dieses Osterfestes 2020. Und andere Menschen, die nehmen gern Hilfe an, weil sie vielleicht alt sind und nicht vor die Tür können und so nicht einkaufen gehen könnten. Kranke Menschen nehmen Hilfe an von Krankenschwestern und Ärzten, wenn sie beatmet werden müssen oder irgendwie anders Hilfe brauchen. Diesen Menschen sind wir dankbar. Aber ich will auch ganz deutlich sagen, auch wir Pfarrer nehmen gern die Hilfe an von Dekanen und Prälaten, die auch uns als Pfarrer so gut unterstützen. Auch an dieser Stelle an die Kirchenleitung einfach auch mal ein Dankeschön. Danke an alle, die geben und nehmen. Und so kann dann aus Schuld Vergebung werden. So kann dann aus Gnade Umkehr erfolgen. So können wir heil werden an Leib und Seele und Gemeinschaft und Freundschaft hoffentlich bald wieder pflegen. Leben und Tod gehören zusammen. Wir sterben, um zu leben. Das ist auch die Botschaft von Ostern. Geben und nehmen, beides gehört zusammen und spiegelt sich ganz deutlich im Abendmahl. Also, lasst uns geben und lasst uns nehmen und alles im richtigen Maß. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
allem, was uns von ihm trennt. Barmherziger Gott, wir stehen vor dir so, wie wir sind. Du allein kannst in unser Herz schauen und unser Innerstes betrachten. Du siehst auch die Dunkelheiten in uns. Manches ist uns nicht gelungen in unserem Leben. Wir sind zum Beispiel an Menschen vorbeigegangen, die unsere Hilfe brauchten. Wir haben nicht richtig hingehört, wenn uns jemand etwas erzählen wollte. Und wir haben uns in unserem Reichtum eingerichtet und haben vergessen, an die zu denken, die nichts haben. So bitten wir dich, dass du unsere Sünde anschaust und sie uns vergibst. In der Stille wollen wir dir jede und jede das bekennen, was uns ganz persönlich auf dem Herzen lastet. Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Im Auftrag, den unser Herr Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, verkündige ich euch: Eure Schuld ist euch vergeben. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, es ist recht, dir zu danken. Es ist gut, dich zu preisen. Du heiliger Gott, du Vater des Lebens. Wir loben dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Wir danken dir, dass du die Quelle des Lebens und das lebendige Brot bist. Wir danken dir, dass wir in Brot und Kelch Gemeinschaft miteinander mit unserem Herrn Jesus Christus haben. Darum preisen wir dich mit allen deinen Geschöpfen und singen mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und die vielen vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Und miteinander beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Keiner sei gegen den anderen, keiner in sich verschlossen. Vergebt einander, wie euch vergeben ist, nehmt einander an zum Lobe Gottes. Und nun schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Nimm hin und iss. Christi Leib für dich gegeben. Nimm hin und trink, Christi Blut für dich vergossen. Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns Gott danken. Guter Gott, hab Dank, dass du uns an deinen Tisch gerufen hast, dass du mit uns Brot und die Frucht des Weinstocks geteilt hast, dass wir im Heiligen Geist miteinander verbunden waren, auch wenn wir körperlich Abstand halten mussten. Im Heiligen Geist sind wir Schwestern und Brüder, und du gibst dich in Brot und in der Frucht des Weinstocks. Dafür hab Dank. Amen. Thank you.
Empfangt nun den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.